Willkommen zu Star Citizen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin auf dem Weg zur Kovalex-Station, zum Kovalex Shipping Hub. Nicht, weil ich da unbedingt gerne hin will, sondern weil ich nach Levski will. Das klingt jetzt ein bisschen durcheinander. Aber wenn ich in der Kovalex-Station ein Paket abhole und es zur Levski-Station bringe, dann würde ich dafür bezahlt werden und hätte ich die Spritkosten raus. Und nach Levski wollte ich sowieso. Und da bietet sich das jetzt mal an, das kurz mitzunehmen. Das wäre schon eine super Sache mal eben, ne? Man sollte ja auch immer so ein paar Sachen verbinden. Und warum jetzt nicht das mal so einfach mal mit dran zu hängen und da mal wieder reinzuschauen. Das ist sicherlich eine gute Sache, da auch mal wieder in der Kovalex-Station vorbeizugucken. Habe ich mir jedenfalls so gedacht. Ob das alles dann so wird, das weiß man ja auch immer erst, wenn man da ist. Und also Ziel ist eigentlich Levski. Allerdings wurde mir gesagt, wenn du da was abholst, dann kommst du sowieso nach Levski und das machen wir dann auch. Springen wir jetzt nochmal gerade über den UM2-Punkt. Und dann sollten wir hier auch direkt hinkommen. Ist jedenfalls der Plan. Wir gucken noch mal ganz kurz. Mondoberfläche ist hier. Da, Crusader. Und irgendwo da, Daymar. Von daher passt das. Und da ist sie auch. Und wie immer schön und richtig klasse und ein bisschen gefährlich ist sie auch. Eine Avenger Titan ist da. Das ist ja jetzt nicht so klasse für mich als kleinen Pisces-Besitzer. Ich hoffe, der Kollege ist jetzt nicht unbedingt auf Streit aus, sondern er denkt sich halt, er macht, ich glaube, PI Wanted oder irgendwie solche Missionen gibt es da. Weil das sieht doch genial aus, ne? Also wenn man das jetzt, das Bild sich wieder hier einfängt. Gucken wir nochmal gerade von außen einmal rüber. Und wenn wir dann so rüberschwenken und, ah, das sieht ja super aus, ne? Ach, genial. Genial. Also bevor wir gleich in den Kampf ziehen müssen, wollte ich noch mal ganz kurz euch zeigen, worum geht es jetzt eigentlich. Ich hatte es ja schon gesagt. Was habe ich angenommen? Hier, ich muss also zur Kovalex-Station gehen und da irgendein Package mitnehmen, das da irgendwo hängen geblieben ist. Und das Ganze muss ich nach Levski fliegen. Ja, und das für 5000, wenn man eh hinfliegt. Und das ist ja wirklich jetzt kein großer Umweg gewesen. Dann machen wir das auch so. Schauen wir mal, wo uns Kumpel hier gelandet ist. Er hat die Titan da in der Luft geparkt. Also in der Luft, sage ich mal. Mensch, welches Spiel spielst du gerade? Er ist per EVA rausgegangen, weil die Pads ja nicht funktionabel sind. Da gibt es ja keine Schwerkraft in dem Sinne. Und ja, da hat er natürlich ordentlich auch gleich die Kanone auf den Eingang gerichtet, falls irgendwie Gegenwehr gibt, dann kann er da ordentlich draufhalten. Und wir werden halt mal versuchen, ob wir halt, sagen wir mal, ne, wir wollen keine Feindseligkeit hier irgendwie provozieren und stellen uns hier mal so ab, denke ich. Komm, bleib mal da, bleib doch mal. Ja, ihr seht's, ne? Also das ist ein bisschen tricky hier. Ob der da überhaupt stehen bleibt, ist sowieso so eine Sache. Ich hoffe, ich habe jetzt nur mal die Engines ausgemacht. In der Hoffnung, wenn ich, dass die Schilder da sind, dass, wenn ich da irgendwie gleich wieder rein müsste,
Mach mal die Tür auf. Dass er das Kind kriegt. Aber ihr seht, ne? Guck mal, also das ist ja, parken ist ja was anderes, ne? Parken wird hier nicht gehen. Und deshalb machen wir die Tür zu. Genießen noch mal kurz den Ausblick, bevor wir vielleicht, oh, das sieht so schön aus, bevor wir vielleicht in einen Kampf müssen aus, vielleicht hat er auch Angst und um seine Mission und ja, könnte alles sein, ne? Dass er uns da vielleicht in eine Sache verwickelt, in der er auch gar nicht verwickelt werden muss oder möchte. Das werden wir jetzt dann mal sehen. Ihr seht jetzt zwar feindselig aus, wenn ich mit dem Gewehr hier ausgerüstet hineinfliege. Aber ich will ihm nichts tun, in der Hoffnung, er tut mir nichts. 20 Meter Package. Man muss sich dran gewöhnen, dass wir hier tatsächlich schweben. Und wir haben hier schon das Package. Jetzt interessiert es mich natürlich, da mal einmal um die Ecke zu linsen. Einfach nur Interesse halber. Ich habe das Package jetzt schon lokalisiert. Ich wollte ja einfach mal gucken. Kann man was sehen? Wenn wir schon hier sind. Ah, sehen kann man da nichts. Man kann sich hier auch ordentlich die Rübe anhauen und ist plötzlich tot, obwohl man es gar nicht dann richtig bewusst mitbekommen hat. Das haben wir auch alles schon mal. Also, jetzt wirklich nicht den jetzigen Sinn und Zweck hier außer Acht lassen. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, das hier friedvoll hinzubekommen, genießen wir doch das. Wann kriegt man mal diese Konstellation in Crusader hier? Also das ist doch schön, wenn ihr da unten so rauslugt. Ja, also ein tolles Bild. Ja, da hat er sich natürlich gleich hingelegt. Das hat er immer noch nicht so drauf. Also wahrscheinlich macht er das auch nicht so viel. Und jetzt ist das Paket, aber ich nehme es nochmal an. Wir wissen ja, wir sollen das richtig placen. Es kann gut gehen, wenn er das verliert und es liegt da. Kann gut gehen, aber besser ist, wir machen das richtig und setzen es richtig in das Grid, dass er das verorten kann. Ja, sehr angenehm. Engines online. Siehste, Fahrwerk und so hättest du alles sparen können. Ist klar, ne, wissen wir ja. Aber ich dachte mir, wenn ich da irgendwie trotzdem auf dem Landepad ein bisschen rumschrabbel, dann ist es sicherlich auf dem Fahrwerk besser als auf dem Bauch des Schiffes. Das ist die Kovalex Shipping Hub Geschichte. In einer tollen, stimmungsvollen Beleuchtung. Genial. Der Avenger Titan. Ja, wir wollen unser Glück jetzt nicht noch mehr provozieren. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, dass wir das wieder clearen. Und dass wir nochmal gucken, wo wir denn hin müssen. Drop-off.
Das hast du doch geklärt, ne? Nee, das hat er nicht geklärt. Er kriegt's nicht geklärt. Okay, dann fliegen wir halt mal kurz nach Delamar und wollen wir noch mal ganz kurz uns hier verabschieden. Wann hat man die zwei Kugeln mal so nah beieinander? Gut, an dieser Stelle kleiner Cut von mir, wir sehen uns gleich wieder. Ja, auf Delamar eingetroffen, hatte die Strecke doch schon ihre Länge. Das war schon nicht mal so ohne. Wahrscheinlich, weil die Pisces auch länger unterwegs ist als mit Mercaric oder so. Ne? Das schon. Jetzt müssen wir hier nochmal schauen, ob wir da tatsächlich hinspringen können. Und er lässt uns auch und es ist Levski. Ich hatte ja in der Zwischenzeit schon mal die Vermutung, das Ganze vielleicht falsch begriffen zu haben, dass wir da auf Delamar vielleicht irgendeinen Außenposten anfliegen müssen, da das Paket abgeben, aber der Kunde ist wohl direkt in Levski und erwartet da sein Paket. Ja, schauen wir mal, wie sieht's aus? Ah, herrlich, ne? Gut getroffen, richtig schön. Dann machen wir uns da mal kurz auf den Weg dahin. Bisschen, es ist wieder am Regnen, ne? Merkt ihr? Aber das ist auch nur ein Scherz. Das ist ein Running Gag, der kommt immer mal wieder. Weil ich finde, die Partikeleffekte, die sind ein bisschen zu dolle. Könnten 50% weniger und vielleicht etwas feiner sein. Naja, das wird noch angepasst. So, das gute alte Levski möchte gerne hierüber mit uns kommunizieren. Werden wir dem natürlich auch entsprechen. Also, ne, sollte doch vom Platz her ausreichen, vielleicht knapp, aber sollte klappen. Und dann schauen wir mal, ob sie auch oben die... Hallo, sagst du mir was? Ja, die Luke wieder zumachen und dann sind wir doch hier mit ausreichend Platz gelandet, was nicht schlecht ist.
Drop-off, die Frage, die sich jetzt mir stellt, wo muss ich hin damit? Werden wir mal gerade gucken. Also ja, erstmal prinzipiell hier raus. Dann wahrscheinlich wieder Fahrstuhl fahren und dann müssen wir mal schauen, wo die Boxen sind. Man sieht hier auch, reparieren haben die hier auch nichts. Ne? Es ist immer noch genauso kaputt. Hat seinen Flair, wirklich. Sieht gut aus. So, jetzt sind wir in der Lobby. Ja. Wahrscheinlich nicht hier. Gut, dann einmal kurz durch den Zoll, aber da. Du hast nichts dagegen, wenn ich hier eine Box bringe, ne? Nö. Will er auch gar nicht wissen. Ich vermute ja, hier sind Grafikkarten drin. Vermute ich jetzt mal so. Also, das ist nur eine reine Vermutung, aber die sind heiß begehrt und von daher denke ich, zahlen die auch ordentlich dafür, wenn sie überhaupt eine abkriegen, ne? Das wird in der Zukunft genauso sein, wie es jetzt real auch der Fall ist. So, das sollte uns jetzt glatte 5000 bringen. Nur mal eben hierher fliegen mit dem kleinen Schlenker. Und das Ganze halt ohne Risiko. Das muss man ja immer dazu sagen. Ja, 5000. Ich freue mich, das hat es wieder getan. Letztens hatte ich ja für die andere Mission ja 7000 spendiert, damit ich abgeholt werde. Jetzt kommen wir da zum Glück so wieder so ein bisschen rein. Ich werde mich in Levski noch mal ein bisschen umgucken. Ich möchte da noch mal schauen, was gibt es denn da für Schiffe, Fahrzeuge zum Ausleihen. Da will ich noch mal hinschauen und sag euch aber danke, dass ihr reingeguckt habt und wir sehen uns wieder in Star Citizen.